Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Mass Effect 3. In der Reaper-Basis sind wir hier auf Ronach. Jetzt wollen wir endlich den Konflikt hier beenden. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Und jetzt gehen wir sofort zur Kante, damit wir hier den Orbitallaser einsetzen können. Das wird episch. Das wird episch werden hier heute mal wieder. So, und jetzt Kopf über. Reinspringen. Nein, wir müssen den... Die Waffensysteme der Normandie sind bereit, ihr Ziel zu erfassen. Ja. Ich empfehle Rückzug in sichere Entfernung. Aha. Das ist Reaper-Tech. Okay, da kommt die Normandy. Rückzug in sichere Entfernung wurde empfohlen, wenn man sich nicht dran hält. Das war nicht der Orbitallaser, sondern wir mussten den Zielmarkierungslaser benutzen, damit die Normandy da drauf schießen kann. Reaper! Ein Reaper kommt! Wir haben ein Transportmittel geortet. Verstanden! Alle zum Schiff! Bewegung! Oh. Du stirbst zuerst! Bewegung! Wie sollen wir dieses Ding bekämpfen? Erstmal noch gar nicht. Ich hatte gehofft, ihre Flotte würde mithelfen. Los! Achtung, da kommt ein Gef raus. Danke, Jarvik. Ich liebe diesen Sound. Wir versuchen Ausweichmanöver. Reaper anvisieren. Schütze, das ist keine Reaper-Basis. Es ist ein lebender Reaper. Ich brauche einen Orbitalschlag. Genau das gleiche Modell, wie wir es auch auf Tuchanka gesehen haben. Aber jetzt haben wir diesmal leider... Wir sind außer Reichweite. Feuer frei. Wir haben leider keinen großen Wurm. Die Feuerkammer. Wenn er die Geschütze scharf macht, ist das ein Schwachpunkt. Verdammt, wegen der Störtürme müssen wir manuell zielen. Präzisionsschüsse nicht möglich. Jetzt könnten wir vielleicht entkommen. Nein, anhalten. Wir müssen den ausschalten. Wenn wir fliehen, bleiben die Geth unter Reaper-Kontrolle und die Quarianer sind tot. Es endet jetzt. Edi, verbinden Sie die Quarianer mit dem Waffensystem der Normandy. Der Zielerfassungslaser soll mit der ganzen verdammten Flotte synchronisiert werden. Verstanden. Brauchen Sie Unterstützung? Kopf einziehen, Legion. Ab hier übernehme ich. Shepard Commander. Viel Glück. Zur Kenntnis genommen. Ja, zur Kenntnis genommen. Shepard an Flotte. Ich markiere den Schwachpunkt. Kontakt halten und bereit zum Feuer. Okay. Sobald er seine Waffen aktiviert, müssen wir den Schwachpunkt anvisieren. Zerstörer ist in Reichweite. Raketen sind abschussbereit. Und dann schießt die ganze verfickte Flotte. Oh, ich hab verrückt gesagt. Wo bleiben die Einschüsse? Hey, schieß doch. Oh, er schießt auch. Aua, er hat mich erwischt. Ah. Wenn man zu früh drückt, kommt der Laser einfach nicht. Du musst immer warten, bis das Kreismenü dann offen ist da. Shepard ist ja auch alleine, ey. Super anvisieren. Komm schon. Das ist noch nicht ein rasanter Start ist heute in die Episode hier. Ausweichen. Ausweichen. Ah! Muss ich wieder aufhören zu schießen, wenn er auf mich ballert dann? Wieso dauert das jetzt so lange? Vorne, oben an der Kante konnte ich schneller anvisieren mit dem Ding. Ich muss ja nur so links, rechts gehen, es reicht nicht, dann schießt er, also trifft er mich trotzdem. Hä? Ich bin doch schon ausgewichen.
Bleib ich mal hier stehen. Er schießt, er schießt, er schießt. Komm schon. Siehst du, da muss ich wieder aufhören. Ich hier erstmal zur Seite gehen muss. Jawohl. Ein Schuss reicht aber nicht. Wir müssen das nochmal machen. Reicht also kurz unterbrechen, die Aufladezeit. Muss man dann wenigstens nicht von Anfang an anfangen. Das war knapp. Schneller. Nein, das wird nichts. Ja. Dankeschön. Wenn man diesen roten Schuss auf sich zukommen sieht, ey, wird schon, kriegt man schon warme Füße, ey. Laufen, sprinten. Da hat das Wegrollen jetzt geklappt. Die sind aber auch hartnäckig, diese Reaper, ey. Na, was jetzt? Er kommt immer dichter. Oh, Slow-Mo. Der muss jetzt sitzen. Wie spannend. So viel Feuerkraft, um einen Reaper down zu kriegen. Und das war noch nicht mal ein von den großen Modellen. Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Sie leisten Widerstand gegen den Vorboten. Das ist vergeblich. Der Zyklus muss weitergehen. Wie geil die Stimmen gemacht sind, ey. Helfen Sie uns doch einfach mal zu verstehen, warum der Zyklus unbedingt weitergehen muss. Was meinen Sie damit? Wir haben die Sovereign und die Geth aufgehalten, den Vorboten und die Kollektoren. Wir verdienen eine Antwort. Sie würden sie nicht verstehen. Wir überraschen Sie vielleicht. Sie stehen für Chaos. Wir stehen für Ordnung. Jede organische Zivilisation muss geerntet werden, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Das ist unvermeidlich. Ohne uns müssen organische Wesen untergehen. Wir sind ihre Erlösung. Sie töten jeden in der Galaxie, um uns zu retten? Der Zyklus muss fortbestehen. Es gibt keine Alternative. Organische und synthetische Wesen müssen einander nicht vernichten. Die Schlacht um Runoff widerlegt ihre Aussage. Beenden Sie Ihren Krieg. Wir werden warten. Wir haben es geschafft. Wir haben einen Reaper getötet. Kila. Wir können bestätigen, dass die Geth nicht länger von den alten Maschinen gesteuert werden. Wir sind frei. Geschafft, Shepard. Die Geth-Flotte hat das Feuer eingestellt. Sie sind jetzt ganz leicht angreifbar. Shepard, Commander, die Geth haben sich nach dem Angriff der Schöpfer nur verteidigt. Verdienen wir dafür den Tod? Nein. Was schlagen Sie vor? Unsere Upgrades. Nach dem Tod der alten Maschinen könnten wir sie zu allen Geth hochladen, ohne ihre Unabhängigkeit zu opfern. Sie wollen den Reaper-Code hochladen? Dann wären die Geth genauso klug wie unter der Kontrolle des Reaper. Ja, aber mit einem freien Willen. Jede Geth-Einheit wäre eine echte Intelligenz. Wir würden leben und könnten ihnen helfen. Die Flotte greift bereits an. Das wäre unser Untergang. Shepard, Sie können die Geth nicht über mein Volk stellen. Kennen Sie noch die Frage, die die Schöpfer dazu veranlasst hat, uns anzugreifen, Talisora?
Hat diese Einheit eine Seele? Das war die Frage. Hat diese Einheit eine Seele? Das war die Frage von den ersten Geth. Und daraufhin haben die Quarianer dann angefangen, hier die auszuschalten. Wir lassen die Geth sterben. Nein, wir lassen sie nicht sterben. Wir werden den Code hochladen, sodass die Geth leben können. Das ist doch das Einzige, was sie immer wollten. Sie wollten einfach immer nur unabhängig auch leben für sich. Wir werden Tali hier schon noch überzeugen können. Laden Sie den Code zu den Geth hoch. Tali, rufen Sie die Flotte zurück. Upload wird durchgeführt. 10%. Hier spricht Admiral Tali Zora. An alle Einheiten. Angriff abbrechen. Missachten Sie den Befehl. Angriff fortsetzen. Oh, dieser Admiral, 20%. Ey. Ich flehe Sie an. Tun Sie das nicht. Bitte. Wir bedauern den Tod der Schöpfer. Sehen aber keine Alternative. 40%. So, wir können die Flotte mobil machen. Upload genehmigen. Wir schaffen das schon. Nein. Heute stirbt niemand mehr. Legion, machen Sie weiter. Shepard? An alle Schiffe. Hier spricht Commander Shepard. Der Reaper ist tot. Angriff genau. Einstellen. Heute hier stirbt niemand mehr. Tali Zora. Shepard hat meine Unterstützung. Und meine auch. Negativ, wir können diesen Krieg jetzt gewinnen. Weiter feuern! 60%. Die Geth verfügen bald wieder über volle Stärke. Wenn sie weitermachen, werden sie vernichtet. Bei ihnen geht alles darum, die Geth zu töten. Sie haben sie zur Rebellion gezwungen. Sie haben sie zum Bündnis mit den Reapern gezwungen. 80%. Die Geth wollen sie nicht bekämpfen. Wenn sie das nur eine Minute lang glauben könnten, wäre dieser Krieg vorbei. Sie haben eine Wahl. Bitte. Kila Selai. An alle Einheiten Feuer einstellen. Fehler. Kopieren des Codes nicht ausreichend. Direkte persönliche Verteilung erforderlich. Shepard Commander, ich muss zu Ihnen gehen. Es tut mir leid. Es ist die einzige Möglichkeit. Legion. Die Antwort auf Ihre Frage lautet ja. Ich weiß, Tali. Aber danke. Kila Selai. Commander! Admiral Rahn, ich habe gehört, Ihr Schiff ist abgestürzt. Schön, dass Sie wohlauf sind. Ich habe alles über Funk verfolgt. Wenn Herrn Garrel nicht aufgehört hätte... Hat er. Wir haben schwere Verluste erlitten. Ich weiß nicht, ob es uns möglich ist. Wo sollen wir hingehen? Sie können gerne mit uns nach Runoff zurückkehren, Admiral. Legion? Nein, es tut mir leid, Commander. Legion hat sich geopfert, um uns allen Intelligenz zu geben. Wir werden ihn dafür ehren. Gut. Und wir werden Legions Versprechen halten. Die Gersflotte hilft Ihnen bei der Zurückeroberung der Erde und unsere Techniker unterstützen Sie beim Bau des Tigels. Unsere selbstverständlich auch. Admiral, haben Sie schon über mögliche Siedlungsgebiete nachgedacht? Der Südkontinent hatte ausgezeichnetes Ackerland, soweit ich mich erinnere. Kommen Sie klar? Ich denke schon, Commander. Vielen Dank. Brauchen Sie ein zweites Haus? Ein Grundstück am Strand. Schlagen Sie rasch zu, der Markt ist umkämpft. Sind Sie okay? Ich weiß, die Zusammenarbeit mit den Geth wird schwierig werden. Ich bleibe nicht. Ich komme mit Ihnen.
Das ist so schön, dieser ganze Moment, ey. Das ist das beste Ergebnis, was man haben kann in dieser ganzen Geth-Quest-Reihe, was sich über Teil 1 bis 3 hier zieht. Also der ganze Konflikt mit den Quarianern und mit den Geth, den Krieg da endlich, ja, beiseite zu legen, dass sie zusammen hier den Planeten besiedeln können. Und ja, Legion hat sich geopfert, damit sein Volk leben kann. Er hat den allen sozusagen eine Seele gegeben. Puh. Ja, es hätte so oder so ausgehen können, je nachdem, wie man sich auch im zweiten Teil entscheidet. Da gibt es nämlich auch wichtige Faktoren, die das Ganze hier zu diesem Ergebnis führen. Und wenn man im zweiten Teil schon Mist gebaut hat, dann kann man das ja einfach nicht erreichen, so wie es jetzt ausgegangen ist, dass wirklich Frieden herrscht zwischen beiden Spezies. Sonst müsste man halt die Quarianer auslöschen oder die Geth auslöschen. Aber beide Spezies am Leben zu halten, ist natürlich das Beste, was man haben kann. Und es ist einfach ein toller Moment. Ich finde es einfach super. Tali hat gesagt, sie möchte mit mir kommen. Tja, deshalb bin ich aber nicht hier. Ich wollte nicht fragen. Sie haben sich ein paar Gefallen bei der Flotte verdient. Ich verlange von Ihnen, die Reaper anzugreifen. Damit dürften wir quitt sein. Wenn die Reaper auf der Erde bleiben würden, bestimmt. Aber früher oder später werden sie nach Runoch kommen. Wir haben gerade einen getötet. Deshalb komme ich mit Ihnen, um sie aufzuhalten. Wenn Sie glauben, dass ich eine Hilfe sein kann. Das ist Ihre Entscheidung. Wenn Sie sich sicher sind, habe ich Sie immer gerne im Team. Sind Sie sicher? Ja. Ich sehe das alles. Ein Bild der Hoffnung und des Friedens. Aber ich denke nur an all diejenigen, die ich verloren habe. Mein Team auf Haystrom, mein Vater, sogar Legion. Ich traure um einen Geth. Wie verrückt ist das denn? Das ist nicht verrückt. Trotzdem ist es wunderschön, oder nicht? Ja, das ist es. Es wird Jahre dauern, bevor wir ganz ohne unsere Anzüge leben können. Aber dieser Moment... Dieser Moment gehört mir. Ich finde es immer noch so schade, dass sie sich nicht dazu entschieden haben, gerade in diesem Moment, dass sie gezeigt hätten. Das wäre einfach nochmal episch geworden. Sie nimmt ihre Maske ab, ja. Die Quarianer haben natürlich Commander noch... Commander Shepard, wie ich höre, ja? Haben Sie das Problem mit den Geth geklärt. Zum Glück. Ja, Ratsherrin. Zwei sogar. Ich kenne die Berichte. Sie haben einen 300-jährigen Krieg beendet. Ich hatte viel Hilfe. Wir haben isolierte Gruppen von Geth. Soweit wir wissen, sind es Geth-Körper, in denen Reaper-Code geladen ist. Aber das ist nur ein Bruchteil der ganzen Geth-Flotte. Sie haben Unmögliches geleistet, Commander. Und vielleicht kann ich Ihnen auch helfen. Ich habe Informationen von meiner Regierung, die aber für einen ungesicherten Kanal zu heikel sind. Soll ich vielleicht zur Citadel kommen? Ja, das wäre optimal, Commander. Ich erwarte Sie dann in Ratsherr Udinas Büro. Schon wieder zur Citadel? Commander, okay. Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Natürlich ist er das und hat wieder nichts zu erzählen. Ja, also die Quarianer, die haben natürlich immer noch ihr schwaches Immunsystem, weil sie jetzt über 300 Jahre nur im Weltraum gelebt haben, auf ihren Schiffen. Und da waren sie halt immer angewiesen, die Schutzanzüge zu tragen, damit sie nicht krank werden. Weil, ja, im Weltraum zu leben, das schwächt halt sehr das Immunsystem. Und jetzt müssen sie sich erstmal wieder dran gewöhnen, auf dem Planeten leben zu können. Dann werden sie sich sicherlich auch erholen und, ja, die Evolution findet immer einen Weg. Ne? Wie in Jurassic Park auch. Ja, aber da eben, das wäre der Moment gewesen, wenn sie die Maske abnimmt, ein kurzer Kameraschwenk, einen kleinen Augenblick so auf das Gesicht, sodass man das erste Mal so einen Quarianer ohne Helm sieht. Aber sie haben sich dagegen entschieden und wollten es einfach nicht. Und so, ja, sind natürlich unsere Vorstellungen, ja, uns überlassen, wie wir uns Tali so vorstellen. Ne? So, Hackett. Hey, drück doch. Commander, beschäftigt Sie etwas? Nee, mich nicht. Dich? Warum haben sie mich ausgesucht? Das kenne ich ja alles schon. Bereit für die Galaxis, bla bla. Mhm. Wenn Sie gestatten, hätte ich eine persönliche Frage. Sprechen Sie frei heraus. Warum haben Sie mir all das übertragen?
Weil Sie der einzige Soldat in der ganzen verdammten Navy sind, der weiß, wie man Reaper tötet. Jeder kann das. Man muss nur clever sein und ein bisschen Glück haben. Das kann eigentlich jeder. Ihre Akte sagt was anderes, Shepard. Ich weiß noch, wie Sie vor Jahren auf Torfan die batarianischen Gefangenen ausgeschaltet haben. Der Preis war hoch und Sie haben Federn gelassen. Aber Sie haben die schwere Aufgabe erledigt. Und das reicht also aus? Und deswegen bin ich qualifiziert, die Galaxie zu retten? Ich sag Ihnen mal was, das ich auf die ganz harte Tour lernen musste. Sie können einen Soldaten bezahlen, damit er schießt, angreift und einen Hügel einnimmt. Aber nicht, damit er an etwas glaubt. Ich kann Ihnen nicht folgen. Bei Ihrem Kampf gegen die Sovereign gab es keinen Grund, an Ihren Sieg zu glauben. Aber Ihrer Crew war das egal. Sie folgte Ihnen trotzdem. Ihr Flug durch das Omega-4-Portal war die eindeutigste Selbstmordmission, die es je gab. Und trotzdem blieb Ihre Crew bei Ihnen und war stolz darauf. Warum? Weil sie an Sie geglaubt hat, an Ihre Anführerin. Und genau das brauche ich jetzt. Wo immer es hingeht, es wird mit Sicherheit ziemlich unangenehm. Und Sie werden uns auf die andere Seite bringen. Ja, deswegen haben wir auch immer die ganzen schönen Loyalitätsmissionen im zweiten Teil gemacht, damit die Crew auch Shepard vertraut. Das ist alles, Sir. Hackett, Ende. Mach's gut, Digga. Okay. Das war doch mal nice. Jetzt hat sich der Balken hier wahrscheinlich auch wieder gefüllt. Und er ist auf Maximum. Er ist unten komplett voll, weil wir jetzt auch die Quarianer und die Geth beide dabei haben. Haben wir natürlich hier eine Flottenstärke, die alles übertrifft. Hier, guckt ihr da allein das Bild an. Die ganzen Geth-Schiffe da. Die ganze komplette Geth-Flotte haben wir. Und hier die Quarianer auch natürlich. Gut, dass wir auch den einen Admiral da in der einen Folge noch rausgeholt haben. Das war auch ein Muss, den zu retten für das Endergebnis. Weil er die anderen Leute ja auch noch auf seine Seite ziehen konnte, die sowieso immer gegen den Geth-Krieg waren. Das sind alles so kleine Schrauben, die man drehen musste. Jo. Genau so ist das. Wir haben der Galaxie gezeigt, dass wir sie besiegen können. Naja, aber wie viel Feuerkraft da nötig war, ne? Eine ganze Flotte, die draufballern musste auf den, nur damit er halt weg ist. Oder? Sie China? Haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal, Commander. Dankeschön. Ich habe gehört, Sie waren am Boden bei dem Reaper. Er hat ein paar Mal auf uns geschossen. Joker ist völlig irre Manöver mit der Normandy geflogen, um aus der Schusslinie zu bleiben. So ein Kampf ist wirklich hart, vor allem wenn man nicht selber am Steuer sitzt. Aber Joker ist einer der Besten. Zuerst wurde mir in der Sicherheitshalterung richtig schlecht. Aber dann wurde ich wütend. Richtig wütend. Ich wollte nur, dass das Ding stirbt. Wollten Sie das beim Angriff der Reaper auf die Erde nicht? Ich wollte Ihre Niederlage und die Rettung der Erde. Aber ich wollte sie nicht selbst zerreißen und in die Luft sprengen. Glückwunsch, Trainer. Ich glaube, Sie haben Ihren Kampf- oder Fluchtinstinkt entdeckt. Vielleicht hätte ich beim Schach bleiben sollen. Aber jetzt stört mich, dass dabei so wenig explodiert. Beim Schach. Explosivschach, das wäre doch mal eine neue Erfindung, ey. So, Gespräch über Quarianerkrieg von Diana Ellers. Ah, die Reporterin. Nach dem, was wir gerade durchgemacht haben, ist es vielleicht schwer zu glauben, aber dem Rest der Galaxie ist nicht bewusst, dass die Quarianer in den Nebel eingedrungen sind, geschweige denn einen Krieg gegen die Geth geführt haben. Wir sitzen hier auf einem wichtigen Ereignis der Geschichte. Ich habe Material für eine Beteiligung von nur von Ihnen nicht. Darf ich Sie für eine Stunde in Ihrer Kabine besuchen und Ihre Gedanken auf Video aufnehmen? Okay, machen wir. Das ist ein wichtiges, das sollte auch alle in der Galaxie erfahren, dass wir da Frieden geschaffen haben. Shalaran, was Ranoch? Okay, die bedankt sich auch nochmal hier. Admiral Rahn. Dank der Unterstützung durch die Geth hat unsere Flotte fast wieder ihre Stärke. Siehst du? Da helfen die Geth schon wieder schön mit. Das sind glorreiche Zeiten für die Zukunft. Admiral Xen hat das Tigel-Projekt gut vorangeschreitet. Super. Ja, die haben auch gute Techniker. Ich habe Arbeit gefunden. Tali Zora. Shepard, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich zu Adams auf Maschinendeck gehen werde. Solange ich bei Ihnen bin, kann ich dort am besten helfen. Also, da hat sich unten im Maschinendeck einquartiert. Und Ashley Williams, ist sie wieder fit?
Das ist vielleicht eine dumme Idee, aber ich habe gehört, sie hätten Schlafstörungen. Keine Panik, sowas spricht sich rum. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass es schön wäre, wenn wir etwas Zeit miteinander verbringen würden. Nur wir beide an einem ruhigen Ort auf der Citadel. Wir könnten zumindest einen suchen und die Pause würde uns gut tun. Navi-Punkt kommt, falls sie sich anschließen wollen. Ja, ich muss ja sowieso zur Citadel und dann treffen wir da Ashley. Bevor ich zur Citadel fliege, mache ich aber noch eine N7-Mission. So ein Treibstofflager angreifen. Erstmal hochscrollen. Priorität die Citadel. Ja, und hier, N7-Treibstoffreaktoren. Das ist die einzige Mission, die ich noch machen kann. Das andere sind ja alles so Sachen, die ich finden muss und so Obelisken. Ja. Ja, genau. Zur Treibstoffanlage. Okay, dann gehen wir mal zur Kapitänskabine und holen dann die Reporterin nochmal. Oder wir fangen damit in der nächsten Folge an, weil sonst wäre das wieder zu lang. Wer weiß, wie lang das Gespräch geht, dass ich sie dann am Anfang der nächsten Folge einlade. Und wenn wir dann das Gespräch mit ihr fertig haben, dann fliegen wir zur Treibstoffanlage mit zur N7-Mission. Und ja, dann sind wir dann auch ready für die Citadel. Also ja, episches Ende des Geth-Quarianer-Kriegs heute. Ich finde es einfach toll und ja, zum Glück habe ich da auch wieder alles gut hingekriegt in allen Teilen, damit hier der Konflikt so ausgegangen ist, wie er jetzt ausgegangen ist, nämlich auf bestmöglichen Wege. Beide haben wir gerettet und beide haben wir als Verbündete und sie leben jetzt zusammen auf Ronach und haben eine gemeinsame Zukunft für den Planeten. Ja, gemeinsam geht es immer besser, ne? Miteinander sprechen, das haben sie früher halt nicht so hingekriegt. Also Leute, ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, hier heute zuzugucken. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und in der nächsten Folge geht es hier schon wieder weiter mit Mass Effect 3. Danke, macht's gut, ciao, ciao!